Ja, moin. Ich bin's mal wieder, der Arniboy. Mit einem neuen kleinen Testvideo zu einem neuen Game. Kam erst vor kurzem raus. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das Video live gehen wird. Aber das Spiel kam am Donnerstag, glaube ich, raus. Nennt sich No Rest for the Wicked. Wurde mega gehypt auf Steam, weil es von den Machern von den Ori-Teilen ist. Und die sind ja, bekannt für ihren besonderen Artstyle. Und das soll eben in diesem Spiel ja auch sein. Das Ganze ist ein Action-RPG aus der Top-Down- oder ISO, also isometrischen Perspektive. Soll allerdings, ja, auch so ein bisschen so ein Souls-like sein in die Richtung. Schluck Kaffee, ihr wisst, wie das, Freunde. Und ja, da lasse ich mich natürlich nicht lumpen. Ne? Wir spielen das Ganze auf PC. Ich weiß nicht, ob das schon auf Konsolen gibt. Oder ob das auf Konsolen kommen soll. Ich glaube ja, aber ja. Wir spielen das Ganze auf PC, natürlich mit Controller. Höchste Einstellung, die man so haben kann. Im Moment, wir sehen es oben links, sind wir bei 150 Frames etwa. Ist aber ja auch nur das Menü. Ich habe gehört, es soll ein ziemlicher Grafikfresser sein, das Spiel. Wir sind gespannt, ob meine Grafikkarte da mithalten kann. Erstmal einen neuen Charakter erstellen. Ihr wisst, Freunde, ich spiele immer als Frauen. Gib einen Namen ein. Mein Ausweichname ist immer Shuraba. Wir können aber auch noch mehr anpassen hier. Okay, wobei das Gesicht finde ich schon gar nicht so verkehrt. Riese. Ja, okay. Gibt ein paar Möglichkeiten hier. Ihr wisst, ne, bei mir sind solche Videos immer Uncut. Ersteindruck, weil ich möchte euch ja mitnehmen auf meinen Ersteindruck. Ne? Und deswegen, ja. Okay, gehen wir mal so. Machen wir so. Okay, Augen. Ja, Augen lobt eigentlich. Nase. Ja, bin ich jetzt nicht so. Mund und Kiefer sind mir auch relativ. Ja, oder? Ja, ganz schön thick, oder was, Freunde? Ja. Ich meine ja nur. Alles klar. So. Wähle ein Reich. Benenne dein Reich. Ja, wie wär's mit mein Reich, Digga? Okay. Willkommen. In den letzten 6 Jahren haben wir unser ganzes Herzblut. Genau. Man muss dazu sagen, das Spiel ist noch im Early Access. Das heißt, es ist noch nicht das fertige Endprodukt. Ja. Dafür finde ich den Preis allerdings schon, da es jetzt neu raus ist, ist im Moment so ein Release, Early Access Release Angebot, glaube ich, 35 Euro. Sonst glaube ich 40. Was für ein Early Access Spiel eigentlich schon ziemlich teuer ist. Na, aber ja. Was tut man nicht alles für YouTube, ne? When I was a child, Amgard told me stories. Said the pestilence turned men's faces inside out. Made them grow limbs where none should be. But the world was nearly lost in its wake. And she prayed. And the Sauron would never need to return. Back while we still can.
It's an island. Well, fairy tale. This is a fool's errand. There's no sum worth bringing the likes of them to shore. Sind wir. Okay, Intro-Video, cool. No, wir behalten die Frames so im Auge. 110, 113, 14. Okay. Für Leute, die das interessiert, die das auch so ein bisschen als Leistungstest sehen wollen oder wissen wollen, ob das auf ihrem PC läuft. Ich habe eine RTX 4070 Ti Super. Spiele auf 2K in den höchsten Einstellungen. Und das sind so die Frames. Die CPU habe ich ein 14600K. Ja, und 64 GB RAM. Aber ich glaube, so RAM-intensiv wird das Spiel wahrscheinlich nicht sein. Man kann natürlich immer noch ein paar Frames abziehen, weil ich ja nebenbei das Spiel noch aufnehme. So. Aber ja, wer das so ein bisschen als Anhaltspunkt nehmen möchte für sein eigenes System. Ne? Ja, wir haben hier so ein Dash. Wir können noch hauen. Mal. Kannst sprinten, indem du A gedrückt hältst. Ja, A. A ist natürlich so eine Sache. Ich spiele halt mit dem PlayStation Controller. Aber, okay. Drücke zum Sprechen. Drücke was zum Sprechen? Moin. Ah. Nee, Junge, scared bin ich nicht hier. Ich bin vor nichts scared. Der Captain will mit mir von oben sprechen. Ja, aber erstmal gehen wir nochmal. Okay. Tür ist verschlossen. Ich dachte, ne, erstmal gehen wir hier rein, Digga. Okay, ran. Gedrückt halten zum Schnellklettern. Okay. Wir können die Kamera nicht drehen oder bewegen. Okay. Yo, Captain. You put the men on edge, sir. We've trafficked in people. I won't be sorry to be out of these waters. With you off my ship. I was paid to deliver you to Sakura in one piece. And I will. But get to your quarters and stay out of our way till landfall. Sehr gut. Wer sind wir denn? Also sind wir irgendwie so ein. Sind wir so ein Wicked? No rest for the Wicked? Sind wir ein Wicked? Ah, hier sehe ich doch direkt den Loot, Freunde. Her damit. Was haben wir denn hier? So eine komischen Münzen hier. Okay, vier Kupfermünzen. Okay, da jump mal rüber. Gewisse Objekte sind zerstörbar. Wenn du sie zerstörst, geben sie vielleicht Beute. Der ist aber eine dicke Ratte, Junge. Komm her, du! Ja, was ist, du Rattenknilch? Oh, wir können aufladen? Oh, übel, übel. Oh, hier liegt doch was. Oh, noch so ein Coin. Okay. Okay, wir können auch Combo. Da war kurz ein kleiner Freeze. Also ich habe V-Sync an. Wer weiß. Manchmal ist es gut, manchmal nicht. Ja. Achso, ein DLSS gibt's noch nicht. In den Menüeinstellungen. Wird aber wohl noch nachgereicht. Wie gesagt, ne, Early Access, Freunde. Ja, das ist schön für dich. Kochen helfen? Digga. Ja, komm, weil du es bist. Okay. Kräuter vom Tisch. Das ist wohl der falsche Tisch. Wo ist denn der Kräuter? Hier sind doch Kräuter. Die sind doch gar nicht auf dem Tisch. Da
Danke dir. Du hast Nahrung erhalten. Der Verzehr von Nahrung stellt normalerweise Gesundheit wieder her, aber einige gewähren stattdessen manchmal vorübergehende Buffs. Na klar. Hauen wir uns mal rein hier. Oh, lecker. Ein bisschen Sägespänensuppe. Sägespäne kann man übrigens tatsächlich essen, ne? Also, so ist das nicht. Haben zwar keinen Nährwert, aber, ja. Das hat man oft. Kleine Anekdote für euch. Wenn man sich, billige Joghurts kauft. Ne? Ihr kennt das. So aus dem Aldi oder aus dem Penny, Lidl und so. So einen billigen Joghurt für 20 Cent oder so oder 30. So ein Kokosjoghurt oder so. Da ist halt kein Kokos drin. Das sind Sägespäne. Ne? Mit Kokosextrakt für den Geschmack. Ist aber nicht weiter schädlich. Moin. Gebet? Ich will aber nicht beten, Digga. Geh weg. Geh mal nach unten hier. Danke. Komischer Boy. Ja, wir checken mal erstmal so ein bisschen hier, ne? Die Gegend auch so. Man weiß ja nie, was einen erwartet. Richtig. Und noch ein Coin. Na ja, gut, dann. Hau muss man hin. In unser schönes Bettchen. Oi. War klar, dass irgendwas passiert, oder? Also, hat irgendeiner von euch gedacht, dass jetzt nichts passiert? Unwahrscheinlich. Was haben wir hier? Ein Schwert! Inventar. Du hast einen ausrüstbaren Gegenstand erhalten. Lege ihn über das Inventar an. Öffne das Inventar, indem du drückst. Gedrückt hältst. Okay. Blutverrostetes Schwert. Ja, gönn. Na klar. So, Kenners. Kampfgrundlagen. Greife Gegner mit X an. Verursache mehr Schaden, indem du gedrückt hältst. Ja, Weiche Angriffen aus, indem du A tippst. Okay, diese Aktion verbraucht Ausdauer. Ohne Ausdauer kannst du nicht angreifen. Ja, habe ich bereits mitgekriegt. Moin. Bist du böse? Okay, bist du. Fotzhölle! Okay, die Ausdauer geht aber schnell runter, ne? Ui, okay. Puh, ein Schild. Schild gönn. Auf LB. Was ist denn LB? Das ist LB, okay. Hallo? Hallo? Okay, hier ist auch keiner. Ja, dann gehen wir mal hoch, ne? Hallo? Ah, fuck you, Alter! Okay, also wenn man das Schild aber ready hält, so nach vorne, dann regeneriert die Ausdauer nicht so gut. Oh, da macht er den Double.
Okay, okay. Verstehe. Er ist nicht so ein ganz dumpfes Hack and Slay. Sprinte von Oberflächenkanten, um zu springen automatisch. Na klar. Oh ja. Gar kein Problem. Halte gedrückt, um den Spielcharakter gegen ein Objekt muss zu erklimmen. Ja. Was? Nähere dich der Wand neben der Tür und drücke, um an der Wand entlang zu schleichen. Ja, habe ich gemacht. Hat das Spiel anders gesehen. Aber die meinen doch die Wand hier, oder? Drücke Y. Ja, was genau ist denn Y? Eigentlich das hier. Digga, wollt ihr mich verarschen? Ich hasse das ja, ne? Wenn Spiele einem diese verkackten Xbox-Controls anzeigen. Was weiß ich, was Y ist. Warum gibt's für so einen Scheiß keine EU-Norm? Ja gut, okay. Ja, das kann sich hier nur um Stunden handeln. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass Y-Dreieck ist. So. Weil das die ganze Zeit funktioniert hat. So. Nähere dich der Wand neben der Tür. Der hier. Und drücke Y, um an der Wand entlang zu schleichen. Aber... Boah, Digga. Oh, ist aber sehr empfindlich. Gegnerische Schwachstellen. Bringe einen Gegner ins Taumeln, um ihn kurzzeitig angreifbar zu machen. Waffe verursachen Icon Poise. Gleichgewichtsschaden, welcher die Gleichgewichtsanzeige über dem Gegner... Gegner erhöht, sobald sie voll ist, taumeln sie. Alternativ kannst du auch parieren. Ja, ja. Okay, müssen wir mal drauf achten. Du. Ah, da macht er ein Double. Ja. Ah, fast. Ich sehe jetzt aber keine Voice-Anzeige über ihm. Das war nix. Nochmal parieren war wieder nix. Wie ist denn das Timing? Da war das Timing. Okay. Du hast einen Schnellauswahlgegenstand, Wattenwort, erhalten. Bieten eine Reihe an nützlichen Buffs. Ja, ja, klar. Schlüssel. Gönn. Noch ein Coin. Hallo? Ah, das Quartier des Captains, natürlich. Hinterhalt. Manchmal kannst du einen Gegner überraschen. Nähere dich Gegner von hinten bis Totenkopf erteilen und drücke dann X, um einen Angriff aus dem Hinterhalt auszuführen. Was, schleichen, damit du nicht so schnell entdeckt wirst? Hä? Ah, okay, okay. Ja, wie bei Dark Souls, Digga. Oh, eine neue Waffe.
Azure-Klinge, die ist aber rot hinterlegt, weil uns fehlt die Anforderung. Ist ja auch wie bei Dark Souls. Ja, ich verstehe schon hier. Na, du brauchst meine Hilfe. Ach, der Schiffsjunge. Ja, weil du ein Kacknob bist, Digga. Na ja, gut, hat uns anscheinend nicht so viel zu sagen gehabt, der Boy. Noch ein Coin. Oha! Okay, beim Klettern verbraucht man also auch Ausdauer. What? Die Gesundheitsanzeige von Verbündeten sind blau und die der Gegner sind rot. Okay. Du. Autsch. Rasiert. Jawollo! Was ist das? Oh, da ist wieder ein Böser hier. Hey, wir brauchen auf jeden Fall mehr Ausdauer, ich merke das schon. Sprinten, weicht aus, drücke. Oh ja. Das haben wir, glaube ich, schon festgestellt. Oh, was bist du für einer hier? Easy. Also man kann auch so getimte Kombi machen quasi, Kombination. Also man kann halt entweder Attack durchtriggern für Schnellangriff, aber man kann die auch so ein bisschen zeitverzögert machen. Aber bisher läuft doch eigentlich ganz gut. Oh. Hier so ein fetter Axtboy. Der macht eine alte Dreierkombination. Hey. Hey. Na komm.
Gar kein Problem. So, it's true. The king is dead. Long live the king. He was a great man, and a good friend. I will mourn him. We will all mourn him. Your father's soul is at rest now, King Magnus. The people look to you for strength. I offer my condolences and my counsel. As I did for your father for the many great years. Pestilence has returned, Lord Bowrus. Yes, I have heard the rumors. They're not rumors. Even now, it ravages the island of Sacra just off our own shores, turning their men and women into unspeakable things. The pestilence is a punishment upon those who have lost their faith. Is it now? How convenient. You question the church. You're not the church, Madrigal. You're just the tip of its spear. Enough. Whatever the cause of this sickness, I cannot allow it to spread. My father has been weak for many years. I will begin my reign doing what he could not. My king, you are grieving. I must recommend against it. It's already done. Tomorrow, Madrigal Selene and her Inquisition will set sail for Sacra. I promise we will cleanse the island of this wickedness. Our new king's faith in the church is well placed. Our king's faith was never in question. Ellsworth is a strong ruler, Your Grace. Sacra will recover. No. Sacra will be reborn. This is my responsibility to the kingdom. With God's hands, we will reach into every corner of the island and bring it like a newborn babe. Screaming into the light. Ja, das ist natürlich genau da, wo wir sind, ne? Es ist Logan. So, hier haben wir noch alles mögliche. Inventar, Werte, Aktivitäten. Map, okay. Waffenbaupläne, Rüstung, Schmiede und so weiter wahrscheinlich. Deko, Deko wichtigste. Ja, interesting. Also, ne? Sehr interessantes Game. Und wir haben jetzt so einen kleinen Eindruck bekommen. Ich werde wahrscheinlich noch die ein oder andere weitere Folge machen, aber ich glaube jetzt so als Ersteindruck haben wir da schon mal ein bisschen was mitbekommen. No. Zum Menü, wirklich beenden, ja. Ja. No. Interessantes Spiel. Also es ist
wie gesagt, jetzt nicht so ein stumpfsinniges Hack and Slay, wo man einfach nur drauf moscht, immer weiter die Tasten durchtriggert und hofft, dass alles stirbt. Sondern man muss das schon so ein bisschen timen, was tatsächlich an Dark Souls so ein bisschen erinnert. Ne? Also ihr habt ja auch gesehen, wie ich das dann später halt, ne, immer mal ein, zwei Mal schlagen, zurück und so weiter. Ja, bis hierhin. Ne? Artstyle tatsächlich, so wie er gehypt wurde, finde ich auch sehr nice. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Es ist anscheinend tatsächlich sehr intensiv, was die PC-Leistung angeht. Das wird allerdings noch optimiert. Vor allem, wenn dann auch DLSS irgendwann rauskommt. Oder die Unterstützung für DLSS. Dann sollte das Ganze noch wesentlich gechillter laufen. Aber so, wenn ihr einen guten PC habt, dann checkt es ruhig mal aus. So. Und ja, ich bin der Arniboy. Ich sage danke fürs Zuschauen. Lasst doch mal ein Abo da. Wäre nice. Checkt auch unsere anderen Videos aus. Lasst dem Crazy Chris ruhig mal einen Gruß da, wenn ihr ihn seht. Und ja, vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Folge. Haut da rein.